Also ich habe mich mit der Idee noch gar nicht wirklich ernsthaft beschäftigt. Ich halte es für eigentlich völlig ausgeschlossen. Da geht noch mehr, auch in der Verwaltung, in anderen Bereichen. Konkurrenz belebt das Geschäft. Ja? Also ich glaube, es ist schon seinen Sinn hat, dass ARD und ZDF ihre eigenen Wege gehen und der Zuschauer einfach noch mehr Vielfalt hat. Ist doch für den Zuschauer gut, ist für uns gut. Manche Sachen überschneiden sich, da arbeiten wir auch manchmal mal irgendwie bei Phoenix zum Beispiel zusammen. Aber im Prinzip finde ich, ist schon ganz schön, wenn wir getrennt sind. Es ist erstaunlich, wie viel Zeit Horst Seehofer noch nebenbei hat, sich um so weltbewegende Dinge zu kümmern. Ich glaube, wir sollten so bleiben, wie wir sind. Wir sind manchmal Konkurrenten, wir sind manchmal gemeinsam unterwegs. Ich finde es ganz wichtig, dass es zwei öffentlich-rechtliche Sendeanstalten in diesem Land gibt, um mehr auch Meinungsvielfalt zu haben. Es ist jetzt wenig überraschend, dass ich das einen Verlust von Vielfalt finden würde. Was man machen kann, und da arbeiten wir sehr intensiv dran, noch mehr zusammenarbeiten. Denken Sie mal bei Olympischen Spielen, das ist inzwischen praktisch ein Team, journalistisch getrennt, aber wenn es ZDF-Tage sind, dann ist unser ARD-Kamerateam da und umgekehrt. Da geht noch mehr, auch in der Verwaltung, in anderen Bereichen. Insofern würde ich sagen, ja, der Weg stimmt, aber wir brauchen eher mehr, denn weniger Journalismus, guten Journalismus in diesen Zeiten. Und wenn das gemeint sein sollte, das sozusagen zusammenzulegen, dann wäre es ein Verlust, da wäre ich nicht für. Also ich bin ja nicht vom öffentlich-rechtlichen Fernsehen, deswegen kann ich das sagen. Ich finde, dass dieser ganze Apparat sowieso viel zu groß ist, dass er viel mit Sklaven auch draußen handelt, also die frei für diesen großen Apparat arbeiten. Ich finde, der braucht insgesamt eine Restrukturierung. Ich glaube, so wie der im Moment läuft, kann er nicht mehr weiter bewirtschaftet werden. Also ich habe mich mit der Idee noch gar nicht wirklich ernsthaft beschäftigt. Ich halte es für eigentlich völlig ausgeschlossen. Das System in Deutschland, dass wir ein System haben, wo Landesrundfunkanstalten starke regionale Prägung haben, in ihrer Region und in ihrem Bundesland stark sind, und dann daneben das ZDF mit einer starken zentralen Ausrichtung, hat eigentlich Deutschland gut getan. Ich bin kein Medienpolitiker. Ich weiß nur, dass gerade im Moment großer gesellschaftlicher Verwerfungen und Debatten öffentlich-rechtlicher Rundfunk vielleicht wichtiger ist denn je. Und der Wettbewerb zwischen zwei Systemen hat sich, finde ich, in den letzten Jahrzehnten als sehr, sehr segensreich erwiesen. Deshalb würde ich da nichts dran ändern. Das ist, glaube ich, keine gute Idee. Denn die Vielfalt, die wir im Moment haben, die hat doch viele Vorteile. Ich halte das für eine populistische Forderung. Und er glaubt, damit macht er Punkte. Er begibt sich damit auf das gleiche Niveau wie die AfD, und auch die FDP leider, die in unterschiedlicher Weise auch ARD und ZDF entweder abschaffen oder privatisieren wollen. Ich glaube schon, dass beide auf bestimmte Dinge verzichten könnten und manches auch zusammentun könnten. Aber es würde ein Stück Pluralismus verloren gehen. Und gerade wenn ich an unsere Landesrundfunkanstalten denke bei der ARD, da kommt so viel Kolorit ins Gesamtprogramm von den verschiedenen Ländern. Also ich würde eigentlich darauf nicht verzichten. Ich glaube, das ist sehr populistisch alles. Aber ich bin ja betroffen, ich bin ja Teil des Systems. Was soll ich jetzt sagen?